Interessante Fakten über Mikroben. Die Mikroben, die in unserem Darm leben, wiegen wie das Gehirn im Durchschnitt 1,5 Kilo. Sie haben viele wichtige Funktionen. Sie helfen uns bei der Verdauung, trainieren unser Immunsystem, bekämpfen Krankheiten und beeinflussen vielleicht sogar unser Verhalten. So entscheiden beispielsweise die Mikroben in unserem Darm, ob ein Schmerzmittel für unsere Leber schädlich ist. Sie bestimmen auch, ob unsere Herzen mit einem bestimmten Medikament behandelt werden können. Bei den Weichtieren bestimmen die Mikroben auch, mit wem sie sich lieber paaren. Beim Menschen ist dies noch nicht bewiesen, aber es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit. Es sind die Mikroben auf der Haut, genau gesagt die von ihnen produzierten Stoffe, die darüber entscheiden, ob Mücken uns meiden oder nicht. Solange die Chromosomen zweier Menschen zu 99,99% identisch sind, beträgt die Ähnlichkeit des Mikrobioms in ihrer Darmflora nur 10%. Die Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaft eines erwachsenen Menschen ist äußerst stabil. Dies gilt sogar für Personen, die im gleichen Haushalt leben, obwohl sie sich ähnlich ernähren. Das Mikrobiom bestimmt auch weitgehend das Körpergewicht eines Menschen. Ein Mikrobiomtest kann mit 90%iger Sicherheit sagen, ob jemand übergewichtig ist. Dieselbe Frage kann durch DNA-Tests nur mit 60%iger Genauigkeit beantwortet werden. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass Mikroben auch zur Heilung eingesetzt werden können. So ist es beispielsweise möglich, eine mikrobielle Gemeinschaft aufzubauen, die bei Versuchsmäusen Fettleibigkeit verhindert. In anderen Fällen wurden Menschen mit chronischem Durchfall durch die Transplantation von Stuhl aus dem Darm gesunder Menschen innerhalb weniger Tage geheilt. Ihre Darmflora glich der des Spenders an und blieb so. Die mikrobielle Forschung ist ein spannender und zukunftsweisender Wissenschaft.